Eigentlich kennen wir Luigi als echt tollen und guten Bruder. Immer freundlich. Doch seit kurzem ist er richtig fies und böse geworden. Aber warum denn eigentlich? Hey Luigi, was ist denn los? Warum bist du so böse geworden? Was haben wir dir denn, ouch, gemacht? Hey! Unsere Geschichte beginnt eigentlich im Wüstenland, in der Brutzelebene. Denn hier hat das ganze Schlamassel angefangen. Mario wollte ursprünglich nämlich mit Prinzessin Peach einen schönen Tag in der Wüste verbringen. Meine Lieben, wenn euch die Geschichte gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr verpasst. Los, los, los! Hey Mario! Oh, Bruderherz, was machst du denn hier? Hey Mario, schön dich zu sehen. Also, ich dachte mir, wir können mal wieder Ballonballerei spielen. Das ist echt lieb, aber ich bin gerade auf dem Weg zu Prinzessin Peach, weißt du? Oh, okay, verstehe ich. Gute Reise, viel Spaß. Danke, Luigi. Dann mal schnell weiter, ich will nicht zu spät kommen. Schade, dass mein Bruder keine Zeit hat. Aber naja, schon okay, ich bin trotzdem gut drauf. Und dann gab es noch das Erlebnis im Küstenland, genauer gesagt am Blubberstrand. Auch hier war Mario unterwegs, um einfach mal ein bisschen schwimmen zu gehen und das gute Wetter zu genießen. Yay! Endlich kann ich wieder schwimmen gehen! Der Sommer steht vor der Tür und ich bin in meinen Badeklamotten. Hey Mario! Oh, hallo Luigi, was machst du denn hier? Hey, hättest du vielleicht heute Lust, mit mir ein bisschen Ballonballerei zu spielen? Ich habe alles dabei, alles in meinem Rucksack, in meinem Koffer. Hey, sehr, sehr gerne, aber ich gehe jetzt schwimmen. Das Wasserabenteuer wartet auf mich. So kenne ich dich, Mario, du kleine Wasserratte, hä? Genau, jetzt gehe ich schwimmen. Ah, das ist toll. Ich liebe es einfach, hier im Küstenland zu schwimmen. Oh, schade. Auch heute hatte er keine Zeit für mich. Naja, schon okay. Ich bin ihm ja nicht böse. Und dann gab es noch das Erlebnis in Bowsers Land, in Bowsers Festung. Hier wollte nämlich Mario mal wieder Bowser einen Besuch abstatten und ihn besiegen. Was er halt so in seiner Freizeit macht, der gute alte Mario. Ha, hier ist also Bowser irgendwo. Irgendwo da oben. Okay, verstehe. Ein langer Weg steht mir bevor. Doch ich bin mir sicher, dass ich das schaffen werde. Los geht's! Hey Mario! Oh! Hey Luigi! Was machst du denn hier? Naja, ich dachte... Lass mich raten. Ballonballerei? Ja, genau. Hättest du Lust und Zeit? Na, für gewöhnlich schon, aber heute... Heute möchte ich Prinzessin Peach retten. Aber sie wurde doch gar nicht entführt. Ja, das stimmt. Ich wollte Bowser eigentlich mal so einen Besuch abstatten. Oh, okay, dann viel Erfolg und mach's gut. Danke, Luigi. Hier entlang, das ist eine Abkürzung. Danke, Toad, los geht's. Ich bin echt traurig. Nie hat Mario Zeit für mich. Wir haben damals immer so viel zusammen gespielt und mittlerweile ignoriert er mich. Nie hat er Zeit. Und ich dachte, dass Brüder zusammenhalten. Schade. In der Zwischenzeit? Bowser, ich komme dich besuchen. Ja, ich weiß, Prinzessin Peach wurde nicht entführt, aber ich dachte mir, hey, der alte, gute Schildkrötenkönig, der könnte mal wieder eine Abreibung verpasst bekommen. Ich meine, hey, bin ich Super Mario? Und da oben wohnt er irgendwo. Da versteckt er sich, da bin ich mir ziemlich sicher. Na dann, los geht's, Cappy! Wir werden uns Bowser schnappen und dann bin ich mal gespannt, was er sagen wird. Achtung, kleine Häschen, die hier durch die Gegend springen. Aber die sollten uns nicht weiter stören. So, jetzt mit der Schleuder. Zack! Schon sind wir hier. Hä? Arena der Entscheidung. Bowser! Bowser, wo bist du? Wo versteckst du dich? Hä? Komisch, keine Spur. Hä? Da! Da ist eine Röhre! Mit Sicherheit versteckt sich Bowser irgendwo anders. Mal sehen. Bowser, ich komme! Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bowser Junior, was machst du denn hier? Mario, du musst mir helfen! Ich kann jetzt nicht. Ich suche Bowser. Ja, das ist das Problem. Meinem Papa geht's nicht so gut. Er ist voller schwarzer Farbe. Das ist jetzt nicht mein Problem. Was soll ich denn jetzt tun? Wo bin ich denn hier gelandet? Weiß ich auch nicht. Ich bin auch erst seit kurzem hier.
Echt komisch. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Was sollen wir denn jetzt tun? Lauf erstmal zur Sandpfotenküste. Ja, ist das hier drüben? Irgendwas leuchtet da vorne. Hä? Was ist das für ein schwarzer Fleck? Luigi? Luigi, warte mal, was ist los? Luigi, du hast dich ja total verändert. Ja, Luigi ist böse geworden. Was? Ja, wirklich. Aber warum? Ey, warum hast du mich attackiert? Hey, Luigi, warum tust du das? Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist komisch. Ja, das kannst du laut sagen. Ich habe doch erst vor kurzem mit ihm gesprochen. Und jetzt ist er bösartig? Ich verstehe das nicht. Ha, komisch. Also, ich meine, ich bin Bowser Jr. und ich kenne das böse Dasein, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und warum bist du böse? Naja, ich wurde immer ignoriert und... Warte mal, ignoriert? Ja, du hast recht, ich hab... Luigi! Luigi, es tut mir leid, dass ich dich immer ignoriert habe. Ich weiß, dass du mein Bruder bist und wir zusammenhalten. Und ich würde gerne wieder was mit dir unternehmen. Mit dir spielen oder mit dir spazieren gehen, mit dir Sport machen, Fahrrad fahren, was auch immer. Es tut mir leid, Luigi, warte doch. Ich weiß doch, dass Brüder zusammenhalten müssen. Hey, wir sind Geschwister. Hey, Bowser Jr., lass ihn in Ruhe. Aber er ist böse. Ja, sag gerade der Richtige. Also, als ob du nicht böse wärst. Na, jetzt hör auf. Ha, wo ist er denn jetzt? Luigi? Luigi, wo bist du? Luigi, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Oh, Teppichtörtchen. Hey, Moment, da hinten. Da hinten ist er. Luigi, es tut mir leid. Wollen wir gemeinsam Ballonballerei spielen? Hey, nein! Haha, ich hab ihn. Ich hab ihn für uns erwischt. Ja, okay. Was ist denn jetzt mit Luigi? Naja, ich weiß auch nicht, was mit ihm ist. Er wird wiederkommen. Aber wir müssen unbedingt meinen Papa zurückverwandeln. Ach ja? Was soll das bringen? Naja, wahrscheinlich werden wir dann Luigi auch zurückverwandeln können. Okay, wenn das so ist, dann sag mir, wo ich Bowser finde. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber wir können zusammen Insignien sammeln. Okay, wenn das so wichtig ist, dann machen wir das. Oh nein. Warum habe ich nie auf meinen Bruder gehört? Egal, ob man eine Schwester oder einen Bruder hat. Man sollte glücklich sein. Eine Familie zu haben. Und ja, natürlich hat man nicht jeden Tag Zeit, was mit seiner Schwester oder mit seinem Bruder zu unternehmen. Weil manchmal trifft man sich zum Beispiel mit Freunden oder hat anderes zu tun. Aber trotzdem, Familie ist wichtig. Und für die Familie sollte man sich immer Zeit nehmen. Oh Mann, Luigi, ich habe einen großen Fehler begangen. Es tut mir leid. Ich habe nur noch an mich gedacht. Nur noch an die großen Abenteuer. Prinzessin Peach, Bowser und schwimmen gehen und alles Mögliche. Das ist ja auch schön und gut und das ist auch wichtig. Aber trotzdem, mir wenigstens mal die Zeit zu nehmen, Luigi zuzuhören, meinem eigenen Bruder zuzuhören. Oder wenn auch nur ein, zwei Stunden mit ihm Ballonballerei zu spielen, ja? Das wäre toll gewesen. Und jetzt habe ich alles vermasselt. Ich muss das irgendwie wieder gut machen. Und das ist super wichtig. Okay, wir müssen weitere Insignien finden, oder? Ganz genau. Nur so können wir meinen Papa zurückverwandeln. Ja, und ich hoffe auch Luigi. Ja, Luigi auch. Okay, dann mal schnell weiter. Und vor allem frage ich mich, wie ich hier wieder zurückkomme. Wie meinst du das? Ich möchte zurück ins Pilzkönigreich. Ja, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Okay, ich helfe dir erst einmal irgendwie die ganzen Insignien zu sammeln, okay? Und sag mal, was ist es dann denn da im Hintergrund? Dieser Stachelpanzer. Naja, das ist mein Papa. Was? Das ist Bowser? Wow! Okay, also das scheint doch ein bisschen gefährlicher zu sein, als ich dachte. Denn Bowser scheint ja gigantisch zu sein, wenn das wirklich Bowser sein soll. Natürlich, Mario, denn das ist ja auch das Problem. Okay. Mach
machen wir einfach das Beste aus der Situation, okay? Wir sammeln vor allem diese ganzen Cutscene-Insignien-Stücke. So, ein paar haben wir schon. Zwei fehlen uns allerdings noch. Eine habe ich leider verpasst. Oh, da ist ja nochmal eins. So, lass den Leuchtturm strahlen. Super. Und tada, gibt es neue und frische Energie. Sehr gut. Klasse Sache. Hier kommen wir nicht weiter. Ich würde aber versuchen, guck mal da hinten, da ist eine Insel. Ob wir da womöglich nochmal etwas finden können? Moment, Moment, den Panzer hätte ich gerne. Okay. Warum regnet es denn jetzt? Ist das Wetter irgendwie schlecht geworden? Das ist das Problem, Mario. Jetzt kommt nämlich mein Papa. Wie, jetzt kommt dein Papa? Komm, wir gehen in den Himmel, über die Wolken. Über den Wolken. Ai, ai, ai. Hier haben wir gutes Wetter sozusagen. Achtung. Die ganzen Punktkäfer werden besiegt, das ist kein Problem. Zack, einmal hier rüber. Und die müssen wir auch noch besiegen. Geschafft! Eine weitere Insignie wird uns freigeschaltet. So, zack. Rasende Rauferei in den Wolken. Dann mal runter mit uns. So, es regnet immer noch. Ja, ich glaube, dass mein Papa gleich kommen wird. Oh nein, ich weiß zwar noch nicht, was das für ein Ausmaß haben wird, was das konkret bedeutet. Allerdings mache ich mir schon so meine Sorgen. Guck mal, ein Ring. Los geht's, Plessy. So. Wir dürfen einmal durch diesen Wasserparcours und müssen so schnell es geht zu dieser Insignie. Na, das sollte doch auf jeden Fall machbar sein, oder? Hä? Oh, was ist jetzt los? Oh nein, mein Papa erscheint jetzt. Aber, was bedeutet das konkret? Der scheint ja riesig zu sein. Nein. Okay, dann mal schnell los. Wir haben nicht viel Zeit, um das zu schaffen. Wow. Was passiert jetzt? Beeil dich, Mario. Er wird uns attackieren. Wir brauchen die Insignien. Denn das strahlende Licht wird ihn verscheuchen. Okay, dann machen wir das schnell. So, bitteschön. Gegen die Zeit. Volle Kraft. Voraus. Puh, zum Glück. Wir konnten ihn fürs Erste verscheuchen, genauso wie du gesagt hast. Ganz genau, Mario. Doch noch haben wir es nicht geschafft. Wie können wir ihn denn jetzt besiegen? Naja, wir brauchen noch mehr Katzeninsignien. Bowser Jr., jetzt erklär schon, warum machen wir das denn die ganze Zeit? Naja, wir müssen die Glocke zum Läuten bringen. Was für eine Glocke? Erklär ich dir, wenn wir noch mehr von den Katzeninsignien haben. Na gut, aber wo sollen wir als nächstes hin? Tja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf jeden Fall die weiteren Inseln hier erkunden. Okay, dann machen wir das. Ich schlage vor, dass wir hier diese Insel mit dem blauen Ding. Das sieht interessant aus. Oh, da vorne ist ein Schalter. Lass uns diesen Schalter mal aktivieren. Vielleicht kriegen wir dann etwas Besonderes. Gute Idee, Mario. Lass uns nachsehen. Und tap. So, und? Ah ja, da oben, da leuchtet etwas. Eine weitere Katzeninsignie. Okay, schnell, Mario. Die schnappen wir uns. Komm mal, schnell, schnell, schnell nach oben. Uiuiui. So, hier lassen wir uns wieder nach oben schleudern. Zack. Und schon haben wir es geschafft. Das ging ja echt ruckzuck. Gut gemacht, gegen die Zeit. Spring hoch und schnell. Ja, das kannst du laut sagen. Das haben wir tatsächlich gut gemeistert. Aber es gibt noch mehr, oder? Hey, Moment. Du hast 15 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Wow, was hat das zu bedeuten? Das ist genau das, wofür ich dich gebraucht habe. Denn gemeinsam können wir so meinen Papa stoppen. Bringen wir damit auch Luigi wieder zurück? Na, das will ich doch hoffen. Okay, dann
Dann versuchen wir das. Blessy! Los geht's! Wir reisen weiter. Es gibt hier irgendwo noch mehr von diesen Katzeninsignien. Und nach denen sollten wir auf jeden Fall Ausschau halten. Womöglich finden wir da drüben noch mehr. Oh, da hinten ist der Propellerturm. Den finde ich ja auch spannend. Ui, was war das denn? Komisch, irgendwas Unsichtbares. Okay, das finde ich interessant. Lass uns diese Gegend mal erforschen. Ich will wissen, was es hier zu entdecken gibt. Ja, guck mal, da ist eine Insignie. Ja, aber da ist eine Wand. Okay, lass uns diese mal irgendwie krallen. Das sollte doch gar nicht so schwer sein, oder? Wow! Stachelwalzen, hey, das sind Spikes. Hey, das ist ja echt eine fiese Geschichte. Hört auf damit. Oh, knappe Sache. So. Wir müssen sie besiegen. Sie halten uns davon ab, die Insignien zu schnappen. Ja, das kannst du laut sagen. Aber wir sind gut genug. Zumindest hoffe ich das. Also weichen wir ihnen aus und krallen uns dann die Insignie. So. Hier vorsichtig weiter. Und dann da. So sieht der Weg hier für uns aus. Gut gemacht, Mario. Du schaffst das schon. Oh nein, Teppichtörtchen. Mich hat jetzt eine von den Stachelwalzen erwischt. So, Treffer Nummer 1. Und Treffer Nummer 2. Sehr gut. Das nenne ich Teamwork. Und da unten geht es weiter. Los geht's. Geschafft. So, wir haben den Stern. Und los geht's. Aha, so nah und doch so fern. Zack, der Leuchtturm erstrahlt wieder. Klasse, so kommen wir gut voran. Und da ist eine Röhre. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Oh nein, Mario, es regnet wieder. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen schnell zur Katzenglocke. Okay, dann tun wir das. So, ich komme hier vorne raus. Gut. Und da ist Plessy. Sollen wir schnell zu Plessy gehen? Ja, aber warte. Ich bin mir da nicht so sicher. Warum bist du dir nicht sicher? Ich will meinem Papa nicht wehtun. Aber wenn du sagst, dass die Katzenglocke unsere einzige Möglichkeit ist, dann sollten wir diese auch in Erwägung ziehen. Du hast ja recht, schau ihn dir an. Wow, der ist gigantisch. Und da. Rosa Junior, wie du sagtest, die Katzenglocke läutet. Wow, schau ihn dir an. Und können wir ihn wirklich so stoppen? Ja, irgendwie schon. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber du musst es versuchen. Okay, wow. Der Feuerstrahl war ja echt fies. Plessy, schnell nach oben. Und jetzt schnappen wir uns die Glocke. Und dann sehen wir mal, was passiert. Wow. Ich hab mich verwandelt in Giga Katzen Mario. Wow. Das ist meine Chance, um Bowser zu stoppen. Wow. Was war das denn? Kampf der Giganten. Jetzt wird es so richtig spannend. Wir müssen ihn irgendwie stoppen. Die Frage ist nur, wie. Nö. Nimm das, meine Katzenpfoten. Wow. Na, der hat uns ordentlich zurückgeschleudert. Okay, wir bleiben aber dran. Wir kriegen den schon irgendwie. Vorsicht. Es kommt ein gigantischer Feuerstrahl. Wow. Der hat uns fast erwischt. So, bitteschön, Bowser. Nimm das. Wow. Schubs uns nicht in die Tinte. Ach, du heilige Tinte. Jetzt wurde ich doch glatt erwischt. Schnell, ich muss unbedingt zur Katzenglocke. Okay, neue Kraft. Jetzt können wir ihn wieder stoppen. Wir müssen nur gucken, wie wir ihn austricksen können. Na, komm her. Spür unsere Pfoten. Und wie schmeckt dir das, mein Freund? Autsch. Das hat uns ordentlich zurückgeschleudert. Doch wir schaffen das. Wir dürfen nicht aufgeben. So, schön und... Stampfattacke. Boom! Ein sehr, sehr guter Treffer. Doch noch haben wir nicht gewonnen. Er strotzt nur so vor Energie. Ha! Meine Katzenpfoten waren stark genug. Sehr gut, Mario. Aber Moment mal. So schwach ist mein Papa nicht.
Mein Papa gibt nie so schnell auf. Oh nein, du hast recht. Er wird bestimmt irgendwann wiederkommen. Wir sollten darauf gefasst sein. Aber haben die ihn fürs Erste besiegt? Ich weiß nicht, womöglich schon. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Uah, ich kann nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meinte natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wenn es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Diese Gigaglocke ist schon wieder voll mit diesem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Cutscene-Insignien. Vielleicht finden wir welche versteckt auf den Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Okay, aber bedeutet das, dass wir Bowser fürs Erste besiegt haben? Ja, das kann man so sagen. Okay, Bowser Jr., sei mir nicht böse, aber ich muss unbedingt zurück ins Pilzkönigreich. Schon okay. Du hast mir geholfen und das schätze ich sehr. Danke für deine Zeit, Mario. Sehr gerne. Ich muss zurück zu Luigi. Wenn wir jetzt Bowser fürs Erste besiegt haben, hoffe ich, dass Luigi wieder zurück ist. Verstehst du? Okay, das verstehe ich gut. Okay, dann werde ich mich erst einmal wieder verziehen und mich bei Luigi entschuldigen, okay? Okay, mach, was du für richtig hältst. Und denk daran, Brüder halten immer zusammen, okay? Das werde ich nicht vergessen. Bowser Jr., pass gut auf dich auf. Warte, ich helfe dir noch. Wow, hey! Er hat mich doch glatt erwischt. Das hätte ich auch schon alleine erledigen können. Ja, ich weiß. Okay, pass gut auf dich auf. Wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder, okay? Okay, Mario. Sag liebe Grüße an Luigi. Werde ich tun. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Mitten im Pilzkönigreich? Ist ja verrückt. Oh, Luigi! Luigi, bist du irgendwo hier? Luigi! Luigi, ich hoffe, du bist nicht böse und du bist nicht voller Tinte und bist der Alte. Da vorne! Da vorne ist Luigi! Hey Mario, hast du Lust auf Ballonballerei? Natürlich habe ich Lust! Ich will unbedingt mit dir spielen! Hey, was ist denn los? Luigi, ich hab dich so lieb! Bruderherz, ich dich doch auch! Liebe Grüße von Bowser Jr. und es tut mir leid, dass ich nie für dich Zeit hatte. Hey Mario, ist doch kein Problem. Ich verstehe doch, dass du viel zu tun hast. Je älter man wird, desto weniger Zeit hat man. Das Erleben als Erwachsener ist eben nicht einfach. Ja, trotzdem ist Familie wichtig und die Zeit möchte ich mir nehmen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt, katztastisch!